Schlechte Schiffe oder schlechtes Wetter gibt es nicht. Nur wertlose Matrosen. Worum geht's? Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Möge deine Axt nie zerbrechen. Der Mensch braucht seine Sorgen. Seinen Ballast braucht. Gerade. Erbarmen. Wem hinterlasse ich mein Haus, wenn Tjalve stirbt? Wer setzt mein Erbe fort? Darf ich stören? Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... ein Nitzdamm, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja. Der eingeritzte Name ist der von Tjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Ein Nitzdamm, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Tjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster? Besonderer Geruch? Zu viele Gerüche. Ich kann meiner Nase nicht länger folgen. Ich muss wegen des Schals herumfragen. Jeder! Hallo, willst du was kaufen? Zeig mir deine Waren. Wiedersehen. Glaubst du, dass der Wald verflucht? Bastard! Ja? Was willst du? Weißt du zufällig, wem dieser Schal gehört? Ja, natürlich. Jonna, unserer Kräuterfrau. Sie lebt hier in dieser Hütte. Sie wird sich freuen, dass du ihn gefunden hast. Ja, ganz bestimmt. Du bist ein Hexer, nicht? Hexerin, wenn ich groß bin. Ich will keinen stinkenden Mann haben. Ich habe deinen Schal gefunden, bei Lothars Haus, beim Nitzdang, den du aufgestellt hast. Woher wusstest du das? Nur so eine Ahnung. Vielen Dank, dass du sie bestätigt hast. Du weißt, dass Tjalve mit einem Bein im Grab steht? Gut. Der Bastard hätte nie geboren werden sollen. Ich sollte Lothars Braut werden, aber er hat mich für diese Flunder fallen lassen. Das ist seine Strafe. Für ihn und seine ganze verdammte Familie. Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Meinst du das ernst? Hier geht es nicht um Eifersucht, sondern um Würde. Wir haben 10 Jahre lang zusammengelebt. Ich habe gekocht, seine Wäsche gewaschen, das Bett mit ihm geteilt. Und er verlässt mich ohne ein Wort. Das ganze Dorf hat gelacht. Die dumme Jonna hat sich hintergehen lassen. Ich lasse mich weder hintergehen, noch habe ich's vergessen. Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Es ist mir ernst. Also gut. Aber zu meinen Bedingungen. Lothar muss seinem Sohn abschwören und zu mir zurückkehren. Das werde ich ihm sagen. Aber ich denke, wir beide kennen seine Antwort schon. Und? Weißt du, wer den Nitzdang aufgestellt hat? Eine alte Freundin von dir, Jonna. Hätte ich mir denken können. Eifersüchtiges Luder. Gönnt niemandem sein Glück. Und? Wird sie den Fluch aufheben? Ja, schon. Du musst nur deiner Familie abschwören und zu ihr zurückkehren. Nein, niemals. Meine Frau, mein Sohn. Ich würde ihnen die Ehre nehmen, sie in die Armut stürzen. Du musst den Fluch brechen, Hexer. Sie muss sterben. Das kann ich nicht tun. Das hat Jonna nicht verdient. Und mein Sohn? Hat er es etwa verdient? Nein, aber er muss nicht sterben. Du hast die Wahl. Na gut. Wenn es Tjalve rettet, gehe ich zurück zu dem Luder. Und du lässt dich hier besser nicht nochmal blicken. eine gesehen? Seltsames Landschiff. Oh, ist nicht so viel. Und warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst, dann ist es. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute. Die graue Inge hat die Zukunft deines Sohnes. Ich suche Leute von Undvik. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenne die Küste im Schlaf. Ah, echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel Antordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arzgellix schon über Undvik? Hast noch ganz anders geklungen, als Hjalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ankrets etwa schon wieder vorbei? Javor kommt von da, das sagt er jedenfalls. Und du scheinst die Gewässer dort zu kennen. Warum habt ihr Chalma nicht begleitet? So eine Expedition braucht einen richtigen Anführer. So ein Jungspund wie er, der mit dem Kopf durch die Wand will, führt sie ins Verderben. Einmal... Hockst du lieber hochnäsig auf deinem faulen Arsch wie ein sirikanisches Prinzesschen? Wenn ein tapferer Kerl kommt, segelt man mit. Ich hätte Chalma begleitet, wenn diese Meerhuren nicht mein Knie ruiniert hätten. Wär lieber auf dem Wasser, als mit einer alten Seewarze wie dir den Tisch zu teilen. Würdest doch mit jedem fahren, der dich an Bord lässt. Krachs Tochter eingeschlossen. Diese Sirenen, gibt's davon viele auf Undvik? So viele. Mehr als auf anderen Inseln. Blödsinn. Einmal haben sie Lars und mich beim Fischen angegriffen. Bevor wir sie vertreiben konnten, hatten sie Lars ins Wasser gezogen und mich völlig zerkratzt. Autsch. Sirenen vertreiben? Wie das? Bist wahrlich kein Inselbewohner. Mit einem Hornwalhorn. Einen tut und die hauen so schnell ab, dass ihr Geplansche deinen Kahn durchrüttelt. Ich muss nach Undvik. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht da saufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Musst zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer, knapp unter der Oberfläche. Nicht drüberfahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen, sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalma. War nett, mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast und Schuttbruch. Aber Bastard! Letzte Nacht war... Schon beim Gedanken. Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff seinen Ballast braucht. Sehen mich nach aus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeif, meinen Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, wo liegt kein Bildschirm fürs Ei. Und in den Kräften mein Atem ist fort. Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft lockt. Der höchste Teil, guckt mich aus. Auf meine kleine Hütte, dort kenne ich mich aus. Sehen mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeif, meinen Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, worin liegt mein bildhübsches Weib? Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer, noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen, wie die anderen. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot, hab die Segel genäht, bin ein paar Mal getürmt, aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Götter in der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Ich suche Hjalmar an Craite. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge an Craite war auch dabei. Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar an Craite und seine Männer hier waren. Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilmar? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Seht nur, Leute. Weißer ist zurück. Was führt dich zu uns? Ich sollte jetzt gehen. Mast und Schoten.